raus. Hallo, herzlich willkommen zu Wirtschaft TV Lifestyle. Und wir beginnen heute mal ein bisschen anders hier in Palma mit Thomas Rath. Wir tanzen zu Justin Timberlake. Beste Musik, bester Sommersong ever. Ja, und da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema. Ja, wir wollen heute nämlich über Erfolg sprechen. Ja. Justin hat scheinbar Erfolg damit, dich hier in den richtigen Takt zu wippen. Absolut. Aber du bist ja auch unglaublich erfolgreich mit dem, was du tust. Ja, danke. Hast du denn so ein kleines Erfolgsgeheimnis, das du mir verrätst für die, die zu Hause sitzen und sagen, ach, ich habe viele Träume, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll? Ja, an Träume glauben, Träume durchsetzen und vor allen Dingen immer authentisch bleiben. Und auch Niederschläge muss man auch leider ertragen, habe ich auch gehabt. Und immer wieder aufstehen, immer wieder aufstehen. Aber das heißt kämpfen, 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 kämpfen. Und immer positiv denken. Das sind eigentlich die Rezepturen irgendwie, die, weißt du, und dann geht das schon. Die auf jeden Fall bei dir gewirkt haben. Du bist immer fröhlich. Wann immer ich dich sehe, du bist gut gelaunt, ja. Du bist fröhlich. Ist das auch ein Punkt für dich, zu sagen, das ist Teil meines Erfolgs, schlechte Laune zieht mich runter? Absolut. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt aber auch Momente, wo ich ein bisschen traurig und nachdenklich bin. Es hat man auch. Man kann nicht immer gut drauf sein. Aber ich bin eigentlich generell ein positiver Mensch. Und diese Positivität, die ich habe, oder generell so dieses positive Denken, das gibt dir auch Energie. Und das ist das Wichtige. Da sagst du ganz, ganz wahre Worte. Für mich, und du traust dich viel. Ja, du, für mich ganz persönlich, um weiter erfolgreich zu haben. Du, ich tanze nur mit dir, eigentlich hasse ich tanzen. Das machst du aus mir. Hüfte, so erfolgreich bist du. Nur die Hüfte. Ja. So. Okay, aber wenn ich jetzt mal einen Modedesigner aber vor mir stehen habe, muss ich sagen, mit meinem Outfit, was kann ich machen, um noch erfolgreicher zu sein? Schatzelein, du bist schon sehr erfolgreich. Du siehst sehr gut aus und bist immer, immer gut gestylt. Ach, das wird das muss ich wirklich jetzt mal sagen. Das ist aber in der Tat so. Ich sehe ja oft so deine Bilder auch so auf den ganzen Social Medias. Siehst immer toll aus. Guck mal, wie süß das Hemd. Auch hier hochgeschlossen, kleiner Stehkragen, die Weste. Aber ich meine, du hast natürlich auch eine gute Figur. Okay, da sind wir beim nächsten Punkt. Gute Figur. Glaubst du, dass das Aussehen für Erfolg wichtig ist? Nein, überhaupt nicht. Was wichtig ist, ist dynamisch auszusehen. Ja, dass du vielleicht ein bisschen dicker bist oder dünner bist oder kleiner bist oder was auch immer, da können wir alle nichts für. Der liebe Gott hat uns so gemacht, Ende. Aber die Dynamik ist es, die Ausstrahlung, die Augen, die wachen Augen, dieses ich will was erreichen. Das ist genau das, was dein Gegenüber dann auch sieht. Da kannst du dick, klein, hässlich, egal sein, aber die Augen, das ist es. Das ist das Schönste, was jetzt, glaube ich, zu Hause ganz viel noch ist Mut so. Gibt. Es ist egal, ist wie ihr so. Aussieht. Ich lasse deine wachen Augen weiter tanzen. Sag dir vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Wir tanzen weiter. Hoho, und Ihnen sage ich, schönen Abend noch. Tschüss. Hüfte. Ciao. Hüfte ist wichtig.